jetzt machen wir etwas, was eigentlich gar nicht so oft gemacht wird in der Schweiz. Ich glaube, so wie wir es gelöst haben, technisch hat das glaube ich noch gar nicht mehr gemacht. Wir eröffnen jetzt national, das heisst, der Ian Johnson, Generalsekretär vom Club of Rome, richtet ein Grußwort als Publikum in allen 6 Städten. Wir gehen das langsam an. Es gibt noch eine kleine technische Pause, damit alle Städte können da einloggen bei uns. Und nachdem stellen wir dann den ersten Nachhaltigkeitspionier, den Marc Baumann, vorstellen und all das eben der Backjumping. Ich möchte mal sagen, Ian Johnson ist noch nicht lange in der Schweiz. Darum, er ist am Deutsch lernen, kann aber noch nicht so gut Deutsch und darum, um sich ein bisschen fühlen, um es zu sagen, wird das neue Englische stattfinden. Wir haben aber eine Übersetzung organisiert, sodass das alles übersetzt wird. Gut, das ist dann das Nächste. Ian Johnson, Club of Rome. Grüezi miteinander. Let me thank you for the invitation this evening. I'm delighted to be here. The Club of Rome was founded in 1968 when ecology was not a word that was even spoken or heard of. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Der Club of Rome wurde 1968 gegründet, als Umweltschutz noch kein oft benutztes Wort war. In 1972, the Club of Rome commissioned a report called The Limits to Growth, which described many scenarios on how the pressure on our planet would develop through the year 2050 and 2100, and how that pressure would affect our world. 1972 gab der Club of Rome den Bericht Die Grenzen des Wachstums in Auftrag, in welchem mehrere Szenarien beschrieben wurden, wie sich der Druck auf den Planeten bis zum Jahr 2050 und 2100 entwickeln würde, und wie sich dieser Druck auf die globale Gesellschaft zurückwirken würde. Even then, even at that time, it became obvious that our global system would have reached the limits of the planet within one or two generations, and thus would not be capable of continuing growth in this manner. Many at that time called this report irresponsible nonsense. Yet others listened. Schon damals war klar, dass diese Gesellschaftsform innerhalb einer bis zwei Generationen die Grenzen des Planeten erreicht haben würde und somit nicht fähig wäre, in derselben Form weiterzumachen. Einige nannten diesen Bericht unverantwortlichen Unfug, andere hörten hin. However, the report was very influential on many emerging organizations and individuals, and it changed the way of action and the way of thinking about a new topic, our environment. Für die meisten Umweltorganisationen, die danach entstanden, und auch für viele Einzelpersonen, war dieser Bericht prägend in Handlung und Denkweise. Und auch bezüglich dieses neuen Themas, das aufkam, Umweltbewusstsein. The long-term scenarios have been updated twice, and they have reinforced our concerns about our planet. Die Langzeitszenarios wurden zweimal abgedatet und haben uns in unseren Absichten und Bestrebungen bestätigt. And today, 30 years later, we're now facing the limits of our oceans and their fisheries, of our oil resources, of our fertile land, and of our climate system. Mankind has become the greatest power to change and manage our planet. But what now, and where do we go from here? Heute, 30 Jahre später, stehen wir an der Grenze der Meere, der globalen Fischbestände,
des Erdöls, des fruchtbaren Bodens und des Klimasystems. Die Menschheit ist zur größten Kraft geworden, die diesen Planeten verändern kann. Was nun? Wie geht's weiter? And please remember our future. In a little over 30 years, we will almost certainly increase world population by 2 billion. We will double food demand, and we will increase energy needs by 3 times at a time when our oil will be almost depleted. Bitte seien Sie sich bewusst, dass in Zukunft in weniger als 30 Jahren sich die Weltbevölkerung zu über 2000 Millionen weiterentwickeln und wachsen wird, dass die Nachfrage nach Nahrung sich verdoppeln wird, die Energienachfrage sich dreifach steigern wird und all das in einer Zeit, in der kein Öl mehr vorhanden sein wird. I think a fundamental change in our attitude is required. And this time, it should not be the work of a few, such as the time of limits to growth, but of the millions of people on this earth. We must all play our part in managing our common environment. Individual by individual, day by day, step by step, and each in his or her individual and special way. Ich denke, wir brauchen einen fundamentalen Bewusstseinswandel, der diesmal nicht von einigen wenigen vollzogen werden soll, wie das zu Zeiten von die Grenzen des Wachstums der Fall war, sondern nun von Millionen von Menschen erfolgen sollte. Mensch für Mensch, Tag für Tag, Schritt um Schritt, müssen wir alle unseren eigenen Beitrag leisten. But I think we are on the brink of a new consciousness, ready to accept the coming challenges to our planet. And it is thanks to programs and events such as this that can change people's minds and attitudes towards the environment. Ich denke, wir befinden uns an einer Schwelle zu einem neuen Massenbewusstsein. Und es ist auch nur dank Initiativen wie dieser möglich, dass Menschen dies erreichen können. Now I would like to invite you to watch this evening's event. And I hope that you will find the films informative and that they will transform your own views. I also hope that you will be inspired by the partner organization that are here this evening. Ich lade Sie nun ein, sich auf die heute gezeigten Bilder einzulassen. Ich wünsche Ihnen transformative Filmerlebnisse und auch viel Inspiration durch die hier vertretenen Partnerorganisationen. The Club of Rome is now headquartered here in Winterthur. And I am particularly proud that Winterthur, my new home also, should host such an important event. Der Club of Rome hat seinen Hauptsitz in Winterthur. Und ich bin besonders stolz, dass es Winterthur ist, das auch meine neue Heimatstadt ist, die nun Austragungsort von einer solchen Veranstaltung geworden ist. Dankeschön. Danke. Ich glaube, da ist gut, wenn es so.